Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich habe mehrfach gesagt, dass in einer mündlichen Prüfung der Prüfer in der Regel mit einer grundsätzlichen Frage oder These anfängt, um ein Gespräch zu entwickeln. Gute Prüfer machen das so. Ich habe auch schon Leute da sitzen sehen mit vorgefertigten Fragen und die arbeiten dann diese Fragen ab. Das sind in der Regel Leute, die ihr Gebiet nicht gut genug beherrschen und nicht in der Lage sind, ein Prüfungsgespräch zu führen mit den Impulsen, die der Prüfling gibt. Das gibt es. Es sind keine guten Prüfer, die sind nicht fachkompetent genug. Und so soll es im Prinzip auch nicht sein, sondern der Prüfer fängt an mit einer allgemeinen Frage und These. Und Sie sehen schon, Wertewandel in der Arbeitswelt. Wir sind im Bereich Personalwirtschaft, dass man auch Neudeutsch Personalmanagement nennt. Und da fängt der Prüfer an in der mündlichen Prüfung und sagt, hören Sie mal, man redet oder man schreibt auch in den Fachzeitschriften über den Wertewandel in der Arbeitswelt. Und da wollen wir mal einsteigen in unser Prüfungsgespräch. Was können Sie denn dazu sagen? Wertewandel in der Arbeitswelt. Nun, Wertewandel besteht ja aus zwei Begriffen, einmal Werte und einmal Wandel. Das heißt, wie waren die Werte früher? Ja, wenn man sagt, diese Werte wandeln sich, dann kann man ja erstmal sagen, wie waren die Werte früher oder wie war die Arbeitswelt, um das Wort hier auch noch mit einzubeziehen, wie war die Arbeitswelt früher aufgebaut? Sagen wir mal 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Da war die Arbeitswelt in Deutschland sehr stark produktionsorientiert. Das heißt, das Fließband und dann die Varianten, die danach kamen, waren sehr stark vorherrschend. Und das Ganze war sozusagen stechuhrorientiert. Ja, wenn man jünger ist, dann weiß man gar nicht mehr, was das ist, eine Stechuhr. Ja, das heißt, man hatte da eine bestimmte Karte. Und dann musste man sich morgens einstempeln. Das heißt, man brauchte den Stempel von der Stechuhr, konnte damit auch beweisen, dass man pünktlich da war. Wenn dann der Arbeitstag beendet war, musste man sich wieder ausstempeln. Manchmal musste man sich auch für Pausen sogar ein- und ausstempeln, was dann manche wieder nicht gemacht haben und was dann wieder jemand überwachen muss und hin und her. Oder sogar die Sirene, die den Arbeitsbeginn morgens durch ein Geräusch, meistens ziemlich unangenehm, sozusagen eingeläutet hat, obwohl es kein Läuten war, ne, sondern eben dieses Sirenengeräusch. Und entsprechend auch zum Feierabend ertönte dann die Sirene. So war die Arbeitswelt mal. Und hinter dieser Arbeitswelt von damals steckten natürlich auch gewisse Werte, die sehr stark output-orientiert waren, wenig menschenorientiert. Die Arbeiter am Arbeitsplatz waren mehr oder weniger austauschbar. Und im Laufe der Zeit haben wir wahrscheinlich mehrere Wertewandel erlebt. Und wenn wir jetzt mal an die heutige Zeit gehen, was sind die Werte, die heute Menschen an ihrem Arbeitsplatz wiederfinden wollen? Eins kann man sicher sagen, Flexibilität. Flexibilität, das fing dann auch an. Jetzt bin ich mal in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da kam die Sache, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es um die Zeit mit der gleitenden Arbeitszeit. Da gab es eine Kernarbeitszeit, aber man konnte auch schon um 7 Uhr anfangen und dann vielleicht um 3 Uhr gehen oder man konnte um 9 Uhr anfangen und um 5 Uhr gehen. Aber innerhalb einer gewissen Kernarbeitszeit musste auf jeden Fall jeder anwesend sein. Das waren die ersten Schritte in Richtung Flexibilisierung. Also, wir sind ja in der mündlichen Prüfung. Sie nennen Flexibilität. Sie können natürlich jetzt, weil Sie im Prinzip indirekt das Gespräch durchaus steuern können, können Sie jetzt direkt wieder hier in Beispiele oder Details gehen. Ne? Zum Beispiel die gleitende Arbeitszeit. Wir sind ja dabei, hier den Wertewandel zu beleuchten und das läutet in gewisser Weise so einen Wertewandel
ein. Ist sicher was anderes als die Sirene, ja, gleitende Arbeitszeit und diverse andere Zwischenstufen. Und dann können Sie auch noch sprechen über Zeitkonten, ne? Arbeitszeitkonten, die es in manchen Unternehmen gibt. Oder einem total laissez-faire Führungsstil. Den können Sie nämlich jetzt auch noch hier reinbringen. Denn Flexibilität kann auch einhergehen mit laissez-faire machen lassen, gewähren lassen. Der laissez-faire Führungsstil, der ja in dem Sinne gar kein Führungsstil ist oder vielleicht die Krönung aller Führungsstile, wenn man wirklich gute Leute hat, die intrinsisch motiviert sind. Ja, egal wann ihr kommt, egal wann ihr geht, Hauptsache die Arbeit ist gemacht. Das ist der oder wird gemacht. Das ist der laissez-faire Führungsstil. Ja, und damit sind wir beim nächsten Wert, nämlich Führung beziehungsweise Führungsstile. Ne, und da hatten wir schon autoritär, der ist sicher hiermit verbunden. Ne? Das ist also ganz stark der autoritäre F. Ich kürze mal ab. Der autoritäre Führungsstil. Dann kam Wertewandel, das Stichwort, der kooperative Führungsstil. Ja, laissez-faire Führungsstil habe ich gerade schon angesprochen. Also Wertewandel hing auch stark mit der Art zusammen, wie geführt wurde. Man kann an dieser Stelle hier das Harzburger Modell auflaufen lassen. Ja, nur denken Sie daran, wenn Sie das Stichwort geben, dann sollte auch noch was nachkommen. Ja, dann sollten Sie dazu was sagen können, Harzburger Modell. Da kann man eine Menge zu sagen. Und Sie sehen, wie man von diesem allgemeinen Einstiegswort Wertewandel in der Arbeitswelt zu konkreten Dingen in der Prüfung kommen kann. Ja? Konkrete Dinge, die dann auch konkret sozusagen geprüft werden können, weil sie Teil des Prüfungsgesprächs dann sehr schnell werden. Dann ein weiterer Wertewandel, den es bei dieser stechorientierten, produktionsorientierten Welt nicht gab, ist sicher die Sache mit der Weiterbildung. Ja? Weiterbildung PE. Personalentwicklung. Ja, auch hier kann man dann ganz schnell in bestimmte Details gehen, zum Beispiel Inhouse-Trainings und externe Trainings oder Seminare, Schulungen, Workshops, was immer. Hier gibt es einen riesengroßen Markt, wo es um diese Personalentwicklung, PE, Personalentwicklung oder Weiterbildung gibt. Auch das Folge eines Wertewandels in der Arbeitswelt. Mitarbeiter und auch Unternehmen halten es heute für sehr wichtig. Und ein Grund, der immer genannt wird, ist natürlich auch, dass sich das Wissen schnell weiterentwickelt und man auch mithalten muss, ne, mit diesen Entwicklungen. Was haben wir noch? Betriebsklima. Ja, das Betriebsklima. Auch das spielt heute vielleicht eine stärkere Rolle als damals. Ich weiß nicht, ob es damals in dieser stechorientierten Welt das Wort Betriebsklima so gab. Ja, wenn man morgens irgendwo seinen Platz am Fließband einnimmt und ansonsten damit beschäftigt ist, einen Hebel immer umzulegen, dann ist da nicht so viel mit Betriebsklima. Aber auch die Anforderungen an die Arbeit haben sich ja gewandelt. Na, also eher auch planerische Tätigkeiten, durchaus auch kreative Tätigkeiten, innovative Tätigkeiten. Und das geht auch nur in einem angenehmen Betriebsklima. Na, also gutes, kollegiales Betriebsklima ist sicher eine Sache, wo man heute mehr Wert drauf legt als damals, wobei, wie gesagt, vielleicht gab es damals den Ausdruck noch gar nicht. Was übrigens, dann können Sie wieder eine Brücke bauen hier, ne, was sehr stark mit dem Führungsstil zu tun hat. Ja, der Führungsstil hat ganz stark mit dem Betriebsklima zu tun und der Chef selber. Ja, wenn Mitarbeiter gehen, wenn gute Mitarbeiter gehen, war der Chef schlecht, ist so ein Spruch, der in vielen Fällen zutrifft. Wenn gute Mitarbeiter gehen, war der Chef schlecht.
Also mit Führungsstil, mit Führungsverhalten hat das eine Menge zu tun. Ja? So, womit Sie auch diese Brücke dann wieder schlagen können, vom Betriebsklima zu Führung und zu Führungsstilen. So, was haben wir noch? Wir reden heute sehr viel von Work-Life-Balance. Also Arbeit und Leben ist dann der Oberbegriff für alles Übrige. Für Familie, für Körper und Gesundheit, für Spiritualität, für Hobbys, für alles, was sonst das Leben ausmacht oder ausmachen kann, ist Life hier der Oberbegriff und man hat Work hier separat gestellt. Also seine Arbeit und alles Übrige in eine Balance, in eine Ausgewogenheit zu bringen, ist hier die Idee, sicher eine Idee, auf die man damals bei Stecho und Sirene nicht gekommen wäre, aber da kommen so Sachen dann raus, wie zum Beispiel ein Sabbatical. Ja, ein Sabbatical, ein Schnauzevolljahr. Ne? Und man sagt, ich muss jetzt auch mal mich um mich selber kümmern und mal zu mir kommen und ich drehe hier nur im Hamsterrad. Ein Sabbatical ist ein Zeitraum, oft ein Jahr, kann kürzer sein, kann länger sein, wo der Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz behält, seine Bezahlung bekommt, aber zum Beispiel auf eine Weltreise geht oder zur Meditation in irgendein Kloster oder weiß der liebe Himmel was. Ja? Sabbatical. Das ist sicher durchaus, kann man verbinden mit diesem Begriff Work-Life-Balance und ist auch ein Ausdruck, das soll da übrigens ein C sein, Sabbatical. So, das ist sicher ein modernes Wort. Ne? Das hat es also damals bei der Stecho und bei der Sirene und im Produktionsbetrieb hat sich hier nicht von Sabbaticals gesprochen. Ja, so, das könnte man alles und sicher noch einiges mehr erläutern und entwickeln, wenn der Prüfer so mal einsteigt in das Prüfungsgespräch. Ja, alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.